Mein Name ist Jörg Roßkopf, Rossi genannt. Bin Tischtennis-Weltmeister 1989 in Dortmund geworden und seit 2010 Bundestrainer für den Herrenbereich im Deutschen Tischtennisbund. Ja, zum Tischtennis bin ich gekommen durch meine Eltern, die beide auch Tischtennis gespielt haben, durch meinen Bruder, der auch Bundesliga gespielt hat. Und da habe ich mit 5 Jahren dann angefangen und habe direkt sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und da bin ich dabei geblieben bis heute und bin immer noch total motiviert, Tischtennis spielen zu können und als Trainer zu arbeiten. Der Arzt hat mir damals leider gesagt, weil ich diese Hüftarthrose habe, dass die dauerhafte Belastung im Tischtennis ist für mein Hüftgelenk eigentlich nicht optimal. Das Problem tritt immer auf, weil wir diese gebeugte Haltung haben beim Tischtennis, diese Links-Rechts-Bewegungen haben. Und durch die Unterstützung der Coxatrain kann ich Sport ausüben und kann im normalen Alltag mich gut bewegen. Und deswegen ist es für mich wichtig, diese Unterstützung zu bekommen. Als Bundestrainer sieht der Tagesablauf bei den Turnieren ganz klar so aus, dass sind viele Spieler, die ich betreuen muss und bin natürlich dann den ganzen Tag gefordert in der sitzenden Position und bin froh, dann am nächsten Tag, weil ich sportlich wirklich sehr gerne unterwegs bin, dann in den Kraftraum gehen kann oder draußen joggen kann und da habe ich die Unterstützung der Coxatrain und dadurch kann ich das zum Glück noch ausüben.